Das heißt, wenn ich jetzt den Y-Wert runterstelle, dann wird auch die Bonuslänge kleiner. Genau. Wir gehen hier auf das Zahnrädchen in unserer Action Bar, denn diese Befehle, die habt ihr nicht automatisch in euer Allplan drin. Warum auch? Ihr arbeitet ja eigentlich nicht ständig mit Smart Parts, wenn ihr nicht ständig programmieren wollt. Aber vielleicht habt ihr ja das Bedürfnis, euch selber was zu erstellen. Sei es eine runde Stütze, eine Box oder ist egal was. Ja, wir suchen als erstes hier bei den Funktionen Smart Part. Und was wir suchen, ist in den weiteren Funktionen. Hier die Smart Parts sind nur für Bearbeitung, wenn schon Smart Parts bestehen, wie Fenster, Türen und sonstige Smart Parts, die ihr auch bei Allplan Connect runterladen könnt. Aber bei weiteren Funktionen, da findet ihr den Platz für Smart Part erzeugen und Smart Part mit Skript modifizieren. Genau diese zwei Befehle zieht ihr euch irgendwo rein, wo ihr wollt, damit ihr diese zwei Funktionen habt. Die reichen auch aus, dann speichert ihr das Ganze und dann gehen wir natürlich in unser Allplan zurück. Ich habe das hier bei mir bei Programmierungen und kann jetzt zum Beispiel ein neues SmartPad erzeugen. Wenn ich das mache, dann öffnet sich der SmartPad Editor und wenn ich an diesem Tag schon was erstellt habe, wie genau diese Box, dann sehen wir das hier. Ich lösche das mal alles raus. Normalerweise steht hier, glaube ich, oben unbekannt oder unbenannt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann habt ihr hier ein SmartPad, das komplett leer ist in allen Skripten und Dialogen. Und die Parameter sind immer die Ref X, Y und Z. Das sind die Referenzpunkte zum X, Y und Z Punkt. Unsere Referenzbox ist hier, die startet links unten, Ursprung unten links. Und von der aus können wir nach rechts, oben und unten mit diesen Werten arbeiten. Aber zuerst mal der Aufbau. Hier werden sozusagen die Parameter festgelegt. Und die Parameter könnte man auch mit Attributen verknüpfen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen neuen Wert eingeben und sagen, was nehmen wir denn? Objektname, das macht doch Sinn. Jetzt haben wir hier einen Typen. Wir können zwischen Binärzahl, also 0 und 1, kennt die Binärzahl nur, also so wie ein Computer denkt, er kennt keine 2, die benutzt man oft für Flags, also zum Beispiel. Ist die Farbe blau, dann ja. Ist die Farbe rot, dann nein. Zum Beispiel, das wäre eine Binärzahl. Abfrage. Es gibt Ganzzahlen, selbst erklären 1, 2, 3, 4, 5. Dezimalzahlen 1,3, 1,89992. Texte. Längen. Die sind fast identisch mit Dezimalzahlen. Winkeleingaben. Farben, Stift, Strich, Layer, Oberfläche, Muster, Schraffur, bla bla bla. Wir brauchen in dem Fall Text. Jetzt können wir hier einen Wert schon mal eingeben, vordefinieren, will ich aber gar nicht. Ich will, dass wir den dann über den Dialog-Script auswerten. Also hier nichts eingeben, brauchen wir nicht. Beschreibung, das ist für mich selber. Das braucht man sehr oft, weil da können schon mal 200 Attribute oder Parameter dranhängen. Und dann ist es gut, wenn man noch weiß, was ist. Meistens wird es auch abgekürzt, zum Beispiel Object N, machen wir mal so, ein bisschen klassischer. Fühlt man sich gleich besser als Programmierer. Und dann schreiben wir eine Beschreibung. Definiert den Objektnamen. So. Dann eine Gruppe können wir hinzufügen. Wenn wir hier einen Haken setzen, können wir eine reinschreiben. Ja, machen wir halt einfach eine neue Gruppe auf. Benutzer def definiert. Ne? So, jetzt haben wir eine Gruppe. Gruppen anzeigen, Benutzer definiert und die sind standardmäßig da. Und ja. Wert gehen wir dann später ein. Und jetzt könnte man noch sagen, wir geben dem ein Attribut. Da ich immer davon ausgehe, dass dieses Attribut nicht dabei ist, muss ich erstmal hier alle Attribute aktivieren. Keine Ahnung, warum diese Checkbox hier ist, aber ich beschwere mich auch nicht drüber. Und jetzt drücke ich auf O, dann komme ich gleich in den Bereich O. Und damit ich alles lesen kann, machen wir mal diese Spalte breiter. Also nochmal Attribut und jetzt schauen wir Objektname. Genau, so Objektname. Also das heißt, wenn wir jetzt in den Dialog-Script dann später den Objektnamen eingeben werden, dann wird auch das Attribut Objektname bei uns damit verändert. Coole Sache. Ja, und dann geht es zu den Skripten. Das Master-Script, das wird immer ausgeführt, dauerhaft sozusagen.
Also, wenn irgendwas verändert wird am Smartpart, dann wird erstmal das Master-Skript ausgeführt. Danach kommt das Parameter-Skript. Hier werden zum Beispiel Berechnungen angestellt, dass man sagt, ja, a plus b plus 0,2, solche Sachen kommen hier rein. Hier kann man auch schöne if-Clauses oder sowas machen. Dann kommt der Dialog-Skript. Wenn wir hier auf den Play-Button drücken, Skript ausführen, dann schauen wir, jetzt ist unser Dialog-Skript das, der Standard hier. Und wir haben ja gesagt, wir haben eine Gruppe gemacht. Das ist jetzt benutzerdefiniert, da können wir unseren Projekt-Objektnamen dann eingeben. So schaut das Ganze aus. Wenn wir hier das Dialog-Skript nicht verändern, dann können wir es so belassen. Ansonsten kann man dann natürlich auch sehr viele Sachen selber schreiben. Mache ich auch. 2D-Skript, 3D-Skript werden auch nacheinander ausgeführt. Über dieses Zahnrädchen kann man noch sagen, ob die getrennt ausgeführt werden oder nicht. Getrennte Ausführung 2D ist 3D-Skript. Kann man den Haken entfernen, wenn man es nicht will. Ansonsten belässt man es so. Also dann kommt erst das 2D-Skript, dann 3D-Skript und dann hinten sind noch Ressourcen. Wenn ich jetzt auf 0 gehe, dann hast du mir jetzt das Bild vom letzten Mal gespeichert, von meiner letzten Box und das ist dann das Vorschaubild, was man zum Beispiel dann in der Bibliothek sehen würde. Das lösche ich jetzt erstmal raus, brauche ich nicht. Wir wollen ja unser Box machen mit einem Objektnamen und dazu brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nur das 3D-Skript. Oben geben wir noch einen schnieke Namen ein, Box. So. Und auch der Befehl Box ist auch genau das, was wir brauchen. Wir machen erstmal eine Box mit 1 Meter auf 2 Meter auf 3 Meter. Ja, woher weiß ich jetzt diese Befehle? Also erstmal muss ich wissen, welche Befehle gibt es überhaupt in den Smartparts. Einfach mal googeln, da gibt es echt tolle Seiten. Ich verlinke eine in der Beschreibung, die ich selber benutze. Da kannst du dann nachschauen, zum Beispiel alle 3D-Objekte, wie ihr die erzeugen könnt. Und die Syntax dafür steht hier in der Beschreibung. Also die Box ABC. Was heißt ABC? Ist noch ein Bildchen dabei. Also wir starten hier am Eckpunkt und A wird das, B wird das, C wird das. Und dann können wir unten noch die Parameter nachlesen, für was die sind. Ein bisschen auf Englisch. Das meiste kapiert man schnell. Außer es sind sehr komplexe Eingaben. Gut, das ist aber überall so. Da kann jetzt das Smartpad nichts dafür, da kann auch die Programmiersprache nichts dafür. Manches ist halt einfach mathematisch schwierig zu berechnen. Und ja, jetzt haben wir eine Box 1, 2, 3. Wenn wir jetzt hier auf Play drücken, dann haben wir die Box erzeugt. Wir können auch 1,5 eingeben oder 15,5. Drücken hier wieder auf Play-Button und unsere Box wird größer. Wir schauen uns das Ganze an mit OK. Dann sehen wir das hier. So, jetzt gehe ich wieder in mein Skript zurück. Dann sehe ich, dass das außerhalb meiner Referenzbox liegt. Es ist so, weil ich die automatische Berechnung nicht anhabe. Lasse ich auch in dem Fall so. Will jetzt gar nicht drauf eingehen. Hier wieder die klassischen Optionen von den Darstellungsmodi. Ja. Wir können das auch mit Oberflächenmantel und so zeigen, ganzes Bildschirm darstellen und so weiter und so fort. Und wir können das Ganze auch also so fotografieren. Und wenn wir das jetzt fotografieren, sehen wir es hinten bei den Ressourcen wieder. Jetzt haben wir unser Absetzbild schon mal erzeugt. Jetzt haben wir eine Box. Ich mache mal OK. Und wenn ich die jetzt doppelklicke, dann geht hier mein Dialog auf und habe 8, 7, 5 und 5 Benutzer definiert Smartpart. Ja, da schreiben wir jetzt erstmal rein. Träger. Zum Träger schließen. Toller Träger. Wenn wir jetzt da was ändern, 1 reinschreiben, 2 reinschreiben, 3 reinschreiben, ändert sich nichts. Das ist natürlich blöd. Das wollen wir jetzt machen. Wir gehen wieder zurück in das Skript und schreiben anstatt den Werten Variablen rein. Zum Beispiel wir können A, B, C reinschreiben. Ja, aber ABC sind nicht definiert. Das heißt, unsere Referenzbox weiß einfach nichts, weil es 0, 0, 0. Jetzt wird hier so ein kleines Kastel erzeugt. Das sind genau unsere Referenzpunkte. Ref X, Y und Z. Also 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Das wird jetzt in rosa dargestellt. Ja, jetzt haben wir gesehen, wenn wir das, ja, die Referenzpunkte, also das ist der Startpunkt, und wir haben da Referenzpunkte. Wie genial wäre denn das, wenn wir die Box gleich die Referenzpunkte zuweisen? Das heißt, okay, da gehen wir daher und sagen, statt ABC nehmen wir halt gleich die Referenzpunkte. Also wir nehmen hier den Namen raus, kopieren uns den schön mal da raus, dann setzen wir Komma, kopieren wieder, gehen Y ein, wieder und Z.
Schauen wir das Ganze an. Okay. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder eine Box. Doppelklickende. Und habe jetzt X, Y und Z. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir in X 2 Meter eingeben. Wunderbar, die Box wird größer und kleiner. Und jetzt wollen wir noch ein paar Griffe dazu haben, dass wir das auch hier im Eingabefeld, im Grundriss mitbearbeiten können oder auch in der Animation. Wieder das Skript aktivieren und jetzt einfach ref handles eingeben. Ref unterstrich handles. Das ist 3D, das ist 2D. Immer wenn eine 2 dabei steht am Schluss, ist es für 2D. Das können wir in dem Fall rausfinden, wenn wir da einmal draufklicken, dann steht hier Create Handles. Und ja, und wenn wir hier auf das gehen, dann sehen wir Create at each corner of the reference box. Also immer die 2 ist einfach 2D, das ist 3D. Ich möchte hier die Griffe noch vor der Box starten. Löscht das Ganze, sag einfach okay. Und jetzt, wenn ich einen Doppelklick hier drauf mache, dann habe ich die Griffe und kann einfach die X, Y und Z Abmessungen in der Box bearbeiten. Und hier passt sich automatisch auch das Dialogfeld mit an, wie man hier sieht. So, auch hier kann ich das machen. Ich muss nur den Bewegungsmodus deaktivieren, den Konstruktionsmodus, und kann das Ganze einfach jetzt so schön gestalten. Jetzt habe ich meine Box. Dann schauen wir noch auf die Attribute. Attribute modifizieren. Und jetzt sehen wir, dass im Objektnamen unidentifiziert, hier Träger ist. Objektname. Träger. Den haben wir anscheinend schon eingeben. Das heißt, wenn wir hier jetzt was ändern. Smartpod. Wenn wir hier etwas ändern, dann ändert sich auch das Attribut. Genauso könnten wir jetzt auch die Werte X, Y und Z als irgendwelche Attribute ausgeben, zum Beispiel Länge, Breite, Höhe, und dann können wir die in einen Report bearbeiten. Ja, und zum Schluss zeigen wir noch wenigstens einen weiteren Befehl. Machen wir nur eine Sphere draus. Sphere, genau. Hat einfach nur R, Radius of Ball. Und die machen wir jetzt einfach mal auf Rev X. Und jetzt wollen wir, jetzt wenn wir das aktivieren, dann haben wir eine Box und eine Sphere. Und ihr seht schon, wo der Startpunkt ist, hier, und da wird der Kreis herumgelegt. Ich kann ja durch 2 machen, und so schaut das Ganze aus. Jetzt wollen wir aber die Box gar nicht mit dabei haben. Dann können wir jetzt einfach hierher gehen und das Ganze deaktivieren. Da kann man auf diesen Button klicken, auskommentieren, dann wird ein Ausrufezeichen davor gesetzt. Und dann sieht man auch, dass der Text grün ist und wird als Kommentar gespeichert. Machen wir wieder das weg. Okay, Doppelklick drauf, und wie man jetzt sieht, haben wir jetzt hier wieder die X- und Y-Abmessungen und können dadurch die Kugel, die Sphäre, größer und kleiner machen. So einfach geht es. Und ja, Sphäre und Box, super Geschichte. Die machen wir wieder unkommentiert, die wieder so rum, und das Ganze ist wieder eine Box. Ja, und jetzt könnte man zum Beispiel noch sagen, ich möchte aber hin und her schalten können zwischen der Box und der Sphäre. Dann geben wir jetzt hier zum Beispiel eine Binärzahl ein. Binärzahl, und sagen, die Körperform wollen wir ändern. Also die Shape. Nehmen wir es Shape. Shape, Beschreibung, Form der, ja, Form. Ausführungsform machen wir es ganz förmlich. Gruppe, machen wir wieder Benutzer definiert, können wir da reinklicken. Attribut braucht man nicht dafür, da gibt es einen Wert 0 und 1. Lassen wir am Anfang auf 0, okay. Und jetzt gehen wir ins 3D-Skript rein. Jetzt machen wir if-closel draus. Wir schreiben if, dann stehen wir unten die Syntax Condition, then, also man kann das in einer Zeile schreiben, oder wenn man es in Mehrzeile macht, dann muss man ein else am muss man ein end if am Ende schreiben. Das machen wir jetzt. Das heißt if condition, das heißt unser if shape, das ist unsere Abfrage, ist 0, then, dann macht er die Box, else macht er die Sphäre, and if. So, okay. Wir gehen hier wieder drauf. Benutzer definiert, Ausführungsform. Und jetzt können wir einfach switchen zwischen Kugel und Box. Ja, jetzt wollen wir noch ein letztes Ding haben.
Wir wollen, dass da noch dort steht, weil wir sind zu blöd, dass wir das erkennen, ob es eine Box oder ein Sphere ist. Deswegen machen wir noch einen Print-Befehl. Print, machen wir Anführungszeichen, Gänsefüßchen in Bayerisch und sagen, du hast eine Box erstellt, du Fuchs. Kopieren wir uns. Du hast eine wunderschöne Kugel erzeugt, du Fuchs. Und noch was machen wir dazu? Eine Ganzzahl brauchen wir noch. Detailgrad nenne ich das. Okay. Auch wieder Benutzer definiert. Detailgrad. Und da machen wir mal den Wert 12. Jetzt geben wir noch davor Resol ein. Detailgrad. Und jetzt wird es ja sehen, was jetzt passiert. Okay. Ausführungsform. Detailgrad 500. Oh, das war zu viel, bin ich blöd. 500. Oh, das ist der Detailgrad 500. Ihr seht, was passiert ist mit der Kugel. Wir machen mal zurück auf 50. So ist der Detaillierungsgrad auf 50. 12. Bei der Box hat es keine Auswirkungen. So. Warum ist jetzt das Print eingegangen? Ah, jetzt mal rein. Du hast deine Box erstellt, du Fuchs. Okay. Kopieren wir uns das Ganze. Gehen in den Parametermodus, denke ich mal, oder in, ja, gehen wir in Parameter, die Box löscht mal raus, das if holen wir nochmal zurück. Dann machen wir es halt so. Ich hoffe, das dann funktioniert. Ne, macht er doch nicht. Also macht er das, die Print-Funktion ist ja eh nur für die Programmierung, deswegen heißt, wenn ich es hier ausführe, du hast eine Kugel erzeugt. Und jetzt anwenden, okay. Und jetzt in den Parameter ausführen, du hast eine Box erstellt, du Fuchs. Shape 0. Ja, ihr könnt mich immer auf die Parameter, auch die ihr selber erstellt habt, draufklicken. Dann seht ihr, was da momentan in Variable und Parameter eingestellt ist. So. Was könnte man noch brauchen? Genau, jetzt wollen wir noch eine letzte Sache haben. Wir wollen die Box nicht als RefX haben, sondern wir machen noch irgendeine Variable dazu, weil das wir jetzt irgendwann brauchen. Wir erstellen jetzt einen neuen Parameter. Wir machen eine Länge draus und sagen Bonus. Das ist der Bonusaufschlag. Bonuslänge X. Bonus X. Gruppe Benutzer definiert. Wunderbar. Bonus X. Und jetzt machen wir die Boxen plus Bonus X. Weil das ist ja auch erlaubt, hier was zu berechnen. Und in das 4 machen wir das genauso. Jetzt brauchen wir aber noch den Bonus X. Hier Bonus Länge X. So, jetzt seht ihr, dass die Griffe außerhalb sind und genau der Bonus darüber hinaus ragt. Jetzt soll aber der Bonus berechnet werden. Dann gehen wir jetzt zum Beispiel in den Parameter-Skript, dann lösche ich jetzt den Kack wieder raus, den ich da gerade gemacht habe, und schreibe hin: Bonus X ist gleich der Wert ref x plus ref y. Ja, was haben wir denn jetzt? Jetzt schauen wir da rein, was haben wir gemacht. Ihr denkt euch jetzt, was ich gemacht habe, aber im Endeffekt ist es nicht. Ich kann hier immer noch eingeben, und wenn ich da 0 eingibt, dann ist trotzdem nicht der ref, der Bonus x Wert ref x plus ref y. Ja, weil wir haben nicht eines nicht hinzugefügt. Wir müssen noch sagen, dass der Parameter übernommen wird. Das machen wir mit Parameters. Wir lassen das Skript nochmal durchchecken, dass alle großen Kleinschreibungen und die Leerzeichen alle richtig sind. Und wenn ich das jetzt erstelle, jetzt schaut die Sache anders aus. Jetzt habe ich zwar hier einen Wert, da
kann ich jetzt eins einschreiben, aber er wird sich immer wieder zurückwerfen, weil er einfach x und y miteinander kombiniert. Das heißt, wenn ich jetzt einen y-Wert runterstelle, dann wird auch die Bonuslänge kleiner. Genau. Das ist, weil wir jetzt den Parameter mit übernehmen aus unserem Parameter-Script. Ja, jetzt haben wir so eine coole Box entworfen. Ja, müsst ein bisschen kreativ werden. Ihr könnt das ganze Skript jetzt auch das Mountpad abspeichern. Klickt ihr hier drauf. Dann geht ihr zum Beispiel auf einen Desktop und dann schreibt ihr da rein Box und dann habt ihr das Ganze abgespeichert. Ressourcen. Haben diesen Balken. Fertig ist euer Smartpad. Wenn Sie jetzt automatische Berechnungen anklickt, dann wird Sie aber sehen, dass die Referenzpunkte nicht mehr, dass die Handles verschwinden, die Griffe. Also einfach alles so eingestellt lassen, wie wir es gerade gelernt haben. Und vielleicht hat ja jemand Bock, mehr über Smartpads zu erfahren und mehr über die Smartpads-Programmierung. Dann gibt es auch bei mir Schulungen, die könnt ihr auch über CS Concept buchen. Oder am besten geht es ihr gleich über CS Concept in Regensburg. Link in der Beschreibung und dann lerne ich euch, wie ihr mit Smartpads programmieren könnt. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Servus von Subgrid. Ciao, ciao.